Hallo bei einer neuen Folge von Ohne Malkorb mit tolle Zahlen, mit interessanten Themen, vor allem aber mit interessanten Gästen. Und heute freue ich mich ganz besonders, ich kann schon sagen, meinen lieben Freund, oder? Wir kennen uns lange, ja. Gut, das weicht gut aus. Dirk Stermann, hallo Dirk, freue mich sehr. Servus Rudi. Nachdem ich am Anfang immer eine möglichst allgemeine Frage stelle, damit der Gast lang reden kann, du arbeitest lange in einem Duo. Ja, Stermann Grissemann, ich habe das auch 27 Jahre lang gemacht. Was ist da, in Wien würde man sagen, Schmäh oder was ist der Trick oder was ist das Geheimnis, so lang mit einem zweiten Partner es auszuhalten? Geld ist das Hauptgeheimnis, das kennst du auch. Und wahrscheinlich die komplette Sexfreiheit. Also die Beziehung kann nur deswegen so lange funktionieren, weil von Anfang an klar war, man hat keinen Sex miteinander. Da bin ich aber jetzt enttäuscht. Ich dachte, ihr seid ein geheimes Liebespaar. Nein, sind wir nicht. Okay. Wir kennen uns beide nackt, aber es führte nicht zu Exzessen. Wir fühlten uns nicht angezogen körperlich. Ja. Er ist auch einer der wenigen Menschen, du weißt es ja, dass jeder jedem immer Bussis gibt und umarmt und Küsse auf die Wange, Küsse auf den Mund und so. Grissmann und ich sind die Einzigen, die sich nie so begrüßen. Jeden um uns herum begrüßen wir so, wir uns noch nie. Er schenkt mir auch nichts zu Weihnachten. Nicht zum Geburtstag. Ich ihm jedes Jahr was zum Geburtstag. Das ist doch frustrierend. Du schenkst ihm immer was zum Geburtstag und bekommst nichts zurück. Ich habe ein einziges Mal hat er mir was geschenkt auf Tournee in Braunau sind wir aufgetreten in Oberösterreich. Und, historische Stadt, ja. Ja. Und an der Wand hing so ein Bauernspruch. Und den hat er abgemacht und mir geschenkt. Und dann hat der Hoteldirektor zu mir gesagt, ich krieg noch 12 Euro für diesen Spruch, den sie mir gestohlen haben. Hm. Das war das Einzige. Na ja, gut, das klingt jetzt nach einem sehr erfüllten und glücklichen Beziehung und Zusammenarbeit. Ja, ne? Ja, ja. Ja. Nein, aber was glaubst du, ist prinzipiell jetzt ein bisschen mit mehr Ernstversuch sozusagen das Geheimnis, dass ihr beide ja auch über diese vielen Jahre erfolgreich seid? Also ich glaube, dass es ursprünglich wahrscheinlich so war, dass wir beide die gleichen Dinge mochten und vor allem aber, was noch wesentlicher ist, die gleichen Dinge nicht mochten. Als wir angefangen haben, gab es halt so, was Unterhaltung in Österreich betroffen hatte, war halt immer, Ö3 hat gesagt, wir sind lustig. Wir fanden das aber gar nicht so lustig. Für Leute wie uns war das nicht so lustig irgendwie. Und dann haben wir so einen Gegenentwurf gemacht. Das war halt so, wir haben angefangen, noch bevor Harald Schmidt angefangen hat. Das heißt, wir waren so sehr früh in dem, wo dann alle gesagt haben, das ist nicht lustig, was soll das sein? Und auch im ORF haben die Leute gesagt, das ist nicht lustig, was ihr macht. Und dann irgendwann waren die überrascht, weil die Auftritte ausverkauft waren. Dann haben sie das in Frage gestellt. Dann haben sie gesagt, das glauben sie nicht, dass es voll war. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann glaub's halt nicht. Wir haben selber nicht geglaubt, aber es ist halt so. Und dann haben wir halt irgendwie weitermachen dürfen immer. Und dann hatten sich die Leute irgendwann auch an diese Art von Humor gewöhnt. Und dann haben sie auch gesehen, so in Deutschland gibt es sowas auch und in England sowieso und in Amerika schon lang. Und dann durften wir halt weitermachen. Sie haben vergessen, uns abzuschalten eigentlich, früh genug. Ich kann mich ja noch erinnern, bevor ihr angeschaltet wurdet, ja, habe ich ein paar Versuche gestartet, damals noch mit meiner Firma Doro. Ja. Und eine Geschichte war, dass ihr für eine Austropop-Sendung, die so eine Dekadensendung, 60er, 70er, 18er Hauptabend, ja, habe ich euch gebeten, dass ihr Sketches für jedes Jahrzehnt macht. Das haben wir an verschiedenen Plätzen aufgenommen. Ja, ich erinnere mich. Im Havelka, ja, die 60er Jahre, im U4, in einem Sushi-Place, ja, und so weiter. Und da hat damals, ich sage jetzt keine Namen, der ORF-Verantwortliche gesagt, ja, da muss ein Drehbuch her. Ja. Und dann haben wir geredet und gesagt, ihr schreibt kein Drehbuch. Ja. Ja, das ist immer alles. Dann habt ihr für mich ausnahmsweise da was zusammen. Ja. Ich habe das ergänzt mit Großaufnahme, Fahrt etc. Dann haben wir gesagt, okay, gut, das machen wir. Dann haben wir es gedreht und dann haben sie gesagt, wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Aber ich habe das dann später sozusagen, ich glaube, bei der Austropop-Serie für den ORF habe ich das dann verwendet. Das waren tolle Sachen. Ja. Kannst du nicht aber mit der Eischale am Kopf für DJ Ötzi, der bei, ja, der Tür reingekommen ist und so weiter. Ja, ja, ich meine, das heißt, es war nicht so einfach am Beginn, Stermann Grissemann im ORF anzubringen. Das wollte ich nicht sagen. Nein, das war nicht einfach. Wir hatten mehrere Sendungen, Konzepte. Und es war immer so, dass nach spätestens 8 Folgen war es aus, weil die Einschaltquoten nicht stimmten, weil
der ORF fand das komisch irgendwie. Und es gab ganz wenig Leute im ORF, die das mochten oder verstanden haben, was das soll oder was das sein könnte. Und dann gab es den kennst du auch noch, den Wolfgang Lorenz, der war Programmdirektor und der war der Einzige auch, mit dem wir so inhaltlich, der verstanden hat, was das ist, was sehr jetzt gescheiter Mann. Sehr gescheiter Mann. Ja, und genau, sehr liebenswerter Mann. Ja, genau. Und der war halt für uns ganz wichtig irgendwie. Und dann sind wir in Wahrheit immer so dann so zufällig in die heutige Show reingeschlittert, weil das war was anderes ursprünglich, es war gar keine Late-Night-Show, es war so eine komische Angst-Show und wir waren ein Team von drei Teams, die das moderieren sollten und dann haben wir aber irgendwie, dann haben wir jede zweite Sendung gemacht und die anderen haben sich immer nur noch abgewechselt und nach 8 Sendungen hat der Lorenz gesagt, wenn nicht mehr Zuschauer kommen, dann aus. Also 2 Sendungen kriegt es noch und wenn das nicht klappt, dann ist es vorbei. Und dann haben wir und damals... Hast du alle Leute angerufen, die du kennst, nein, und nein, nein, unbedingt zuschauen? Nein, nein, natürlich nicht. Sondern wir haben gesagt, wir hatten damals diese Angstshow, das war so ein Konzept, so ein bizarres Konzept. Wir hatten Strümpfe über den Kameras. Es war so ein Jazzmusiker, der so Angst-Sounds gemacht hat. Wir sollten immer so tun, als hätten wir vor einer bestimmten Sache Angst. Es war alles gestellt und gestelzt und deppert halt. Ne? Und dann haben wir gesagt, können wir die Strümpfe runterziehen? Können wir eine richtige Band haben? Können wir nicht einfach nur ein paar Witze machen und dann mit Leuten reden? Und dann haben wir das gemacht und sobald du den ersten Strumpf runtergezogen hast, waren gleich 50.000 mehr Zuschauer. Dann hast du den zweiten Strumpf runtergezogen, waren es 100.000 mehr und dann hat der Lorenz gesagt, so machen wir es jetzt. Keine Strümpfe. Keine Strümpfe. Ja. Sendung ohne Strümpfe. Also falls irgendjemand Fernsehshows machen möchte, besser ohne Strümpfe vor den Kameras. Sowohl angezogen als auch vor den Kameralinsen. Angezogen noch eher als vor den Linsen. Ja. Da hast du Strumpfhosen an immer? Also Strumpfhosen nicht, aber ich habe Strümpfe an. Ja, Strümpfe habe ich auch an. Ja, siehst du. Ja. Also das haben wir was gemeinsam. Weil wir Profis sind. Ja, genau. Genau. Dann kann ich mir noch, ich muss, ja, wie viele Sendungen Willkommen in Österreich gab es jetzt bis jetzt eigentlich schon? Ich glaube, wir haben circa 534, ich weiß das, weil ich jede Woche aufzeichnen muss und dann immer sagen muss, herzlich willkommen zur 534, gestern war 534. 534, ja, das ist schon eine staatliche Anzahl. Wird es noch 534 geben, wenn es auf dich ankommt? Kann ich nicht sagen. Ich finde das irgendwie reizvoll, vor der Kamera zu sterben. Ich finde es aber auch reizvoll, nicht vor der Kamera zu sterben. Bitte mach das heute nicht vor der nein, Kamera. Nein, ich möchte nicht, diese Schlagzeile brauche ich nicht. Okay. Ich habe dich zu lieb, dass ich sozusagen... Das aber was ganz süß ist, ich habe einen kleinen Sohn auch und ich habe gestern mit dem ein unglaubliches Gespräch gehabt. Ich habe ihn gebadet und der ist 6 Jahre alt. Und dann haben wir über Fußball geredet und dann sprachen wir über meinen alten Lieblingsverein MSV Duisburg. Und er weiß, dass die ganz schlecht sind, ganz arm und genau dritte Liga sind. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich als kleines Kind mal im Auto mit dem Opa am Fußballstadion vorbeigefahren bin. Im Autoradio lief gerade die Übertragung Duisburg gegen Bayern München. Und genau in dem Moment, als Duisburg das 3:2, den Siegtreffer geschossen hat, sind wir am Stadion vorbeigefahren. Okay. Es war Jubel aus dem Radio, Jubel aus dem Stadion und Jubel im Auto. Das habe ich ihm erzählt. Und dann hat er so nachgedacht, dann hat er gesagt, Papa, ich mache das so, wenn du tot bist, komme ich immer zu deinem Grab und sage dir, wenn Duisburg gewonnen hat. Und dann stecke ich vielleicht noch eine MSV Duisburg-Fahne ins Grab hinein. Oder darf man das nicht? Da habe ich gesagt, doch, das darfst du sicher. Und dann singe ich dir noch das Duisburg-Fanlied vor, aber nur leise, weil man darf ja nicht so laut singen am Friedhof. Aber wenn ich leise singe, dann denkst du vielleicht, ich bin nicht so für Duisburg. Wie machen wir das? Wo stirbst du? Wo liegst du dann überhaupt, wenn du tot bist? Und so ging das Gespräch gestern. Das war aber sehr lieb, fand ich. Also ja, ich bin jetzt seit gestern auf den Tod ein bisschen mehr vorbereitet. Und wir haben uns geeinigt, ich liege hinter dem Sportclubstadion, hinter der Friedhofstribüne. Weil dann er spielt beim Sportclub Fußball, dann kann er nach dem Training immer vorbeikommen. Ja, was die Fußballvereine, die jetzt nicht sozusagen Bayern, München, Manchester City etc. sind, da teilen wir auch ein gemeinsames, sozusagen eine Eigenschaft. Ich bin nämlich Vienna-Anhänger. Ja. Die sind auch in der dritten Liga in Österreich. Aber Erster in der dritten Liga oder ja, Zweiter. Wenn wir Glück haben gegen Stipsing oder wie es heißt, schaffen wir den Aufstieg. Weil ich habe früher als Bub dort gespielt. Mhm. Ja, und das bleibt einem halt auch immer, egal wo man ist. Und da gibt es ja den blöden Scherz, dass wenn du anrufst auf
der Hohen Warte und sagst, wann beginnt denn das Spiel, sagen die, wann wollen sie denn kommen? Na, aber sie haben gute Fans. Muss man ja, sagen. Ja, die haben sehr gute Fans. Ja. Ja, ja. Und meine, mit meinen Söhnen, du hast ja heute einen meiner Söhne kennengelernt, weil er hier Regieassistent ist, der Benny. Die haben, mit denen bin ich, wie sie klein waren, immer zu Vienna spielen gegangen. Da war damals der Stöger Trainer und so. Mhm. Und dann war das, waren sie noch in der zweiten und da war eine Fernsehübertragung. Und dann haben die abgebaut und da war das Flutlicht noch an. Und da durften die am großen Platz immer spielen. Cool. Ja. Und das war natürlich für Jungs, war das. Ich habe bei der Vienna gespielt und habe nie am großen Platz gespielt, weil in den Jugendmannschaften spielst du auf irgendwelchen Trainingsplätzen. Ja. Was sind denn außer Fernseh und sozusagen... Na gut, du bist, bist ja auch Buchautor, dass wir das gleich einmal anbringen. Das ist das aktuelle Buch, wie gleich das neue Buch demnächst erscheinen wird. Ja. Hier Der Hammer, ein Roman. Worum geht es da? Da geht es um einen, den du auch wahrscheinlich nicht kennen wirst, einen Wiener, einen österreichischen Orientalisten, Hammer Purgstall hieß der. Mhm. Es gibt eine Gasse in Wien, die nach ihm benannt ist, und der war der bedeutendste Orientalist überhaupt, bis heute ist der, und niemand kannte den, also ich kannte den auf jeden Fall nicht. Der hat Tausend eine Nacht übersetzt und Goethe hat wegen ihm den westöstlichen Divan geschrieben und der kannte jeden, der kannte Napoleon, der kannte Balzac. Wenn du das so liest, seine Lebenserinnerungen, dann ist es so wie Seitenblicke, Revue, aber mit intelligenten Menschen. Weißt du? Der kannte nur einfach wirklich jeden. Wollte immer Botschafter in Konstantinopel werden, wurde es aber nicht, weil er zu undiplomatisch war. Der war eitel bis zum Abwinken und das hat mich alles wahnsinnig fasziniert. Ich habe eine Freundin, die war damals Facility Managerin in der Akademie der Wissenschaften, also Hausmeisterin. Und die hat mit mir nachts eine Führung gemacht dort, die super spektakulär war. Und irgendwann standen wir vor der Büste von dem. Und dann hat sie gesagt, das war unser erster Präsident, Hammer Purgstall. Und der hatte ein Schloss in der Steiermark mit einem Kuhstall. Und vor jeder Kuh hat er einen arabischen Spruch an die Wand geschrieben, dass sie mehr Milch gibt. Und das hat mich angefixt. Und dann habe ich das halt gelesen. Und dann habe ich immer mehr gelesen. Es war so 18. Jahrhundert Wien. Und es war Wahnsinn, was ich da alles... Und je mehr ich gelesen habe, umso mehr habe ich lesen müssen, weil ich alles wissen wollte dann. Dann habe ich halt, ich glaube, anderthalb Jahre nur gelesen und dann hat mein Lektor aus Hamburg von Rowold hat mir dann geschrieben, weißt du, das Problem ist, wenn Autoren nur lesen und nicht schreiben. Und dann habe ich halt angefangen. Das hat, glaube ich, 3 Jahre war dieses Projekt. Ja. Liest du viel? Ja. Ja? Ja. Buchratte sozusagen noch? Oder mehr ja, du kennst, du weißt es ja auch. Also wenn wir müssen halt für die Fernsehsendung, haben wir oft Leute, die wegen Büchern kommen. Die lese ich dann immer, weil ich das... Irgendwie muss ich das machen. Mir ist das sonst unangenehm. Manchmal lese ich es auch nur halb, oder manchmal auch nur an. Aber so zum Thema Vorbereiten. Ja, du siehst, ich habe auch so eine große Liste, die habe ich jetzt nicht da, wo ich mir alles aufgeschrieben habe. Die sehe ich nicht, die Liste. Habe ich nicht gesehen. Gibt es die Liste oder ist das eine Behauptungsliste? Das ist eine Behauptungsliste. Ja, ja. Ja, also ja. Ich lade mir ja nur Leute ein, die ich entweder ist nicht gern mag oder die mich wahnsinnig interessieren. Ja. Nachdem ich dich gern mag, interessierst du mich. Nein, Spaß. Und bei denen, die mich interessieren, die ich nicht kenne, bereite ich mir natürlich vor, aber ich habe mir gedacht, wir werden kein Problem haben, die Sendezeit mit interessanten Dingen zu filmen. Also ich habe immer so einen Riesenstapel neben dem Bett, also ganz klassisch. Ich kaufe mehr Bücher, als ich lese. Wirklich? Ja. Das ist offenbar, glaube ich, die Sehnsucht, also gerade vor allem an Flughäfen oder Bahnhöfen, wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, denke ich, das noch und das und das Obama-Buch und das. Und dann nehme ich das alles, ist nicht schwer, mit und wieder zurück. Und wenn ich dann Glück habe, von den 3, 4 lese ich eins, die anderen schmeißt du Bücher weg oder nicht? Nein, ich schmeiße kein einziges Buch weg. Ich habe jedes Buch aufgenommen, egal wie schlecht, alt, uninteressant. Bücher, Schallplatten, CD, also früher mal gab es ja noch, also heute gibt es eh auch wieder die Vinyl. Das schmeiße ich alles nicht weg. Deshalb habe ich ja zu... Hörst du es dir je an? Ja. Was meinst du? Die Bücher? Vinyl. Vinyl? Weil ich kenne immer nur Leute, die so wie du dann scheinbar auch riesige Plattensammlungen haben. Und die stehen dann immer und dann sind, damit die nicht rausfallen, sondern oft so noch so Kleber so davor, dass sie halt so. Und daran sehe ich auch, es wurde noch nie rausgeholt. Das steht da seit 30 Jahren exakt unverändert, nur weil sie halt eigentlich Messies sind. Weil sie können das nicht loslassen.
Nee, die Sache ist schon die, dass ich früher mal, also so wie du jetzt gesagt hast, du musst ein Buch lesen. Wenn ich zum Beispiel noch zur ORF-Zeit oder später auch für andere Sender Dokumentationen gemacht habe oder mache, dann möchte ich gern alles von dem haben, was es gibt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel damals in Ohne Maulkorb für den ORF eine Sendung über Santana gemacht habe, dann habe ich geschaut, dass ich alle Platten, wenn es Bücher gibt, Bücher etc. heutzutage googelt man natürlich, aber ja, ich habe mir das alles besorgt, weil ich wollte so umfassend wie möglich mit dem Santana-Beitrag auch meine Bildung zum Thema Santana abschließen. Und da hat sich natürlich viel angesammelt. Ja, ja. Ja. Aber ich bin ja eine Zeit lang ja bemustert worden, da gibt es ja auch ganz fürchterliche Dinge, die ich nie weggeschmissen habe, weil ich gedacht habe, für irgendeinen Film brauche ich vielleicht diese schräge Volksmusik oder was. Da stellen sich, glaube ich, auch Leute so cool vor, dass man bemustert wird. Also dass Verlage, Plattenfirmen einem ständig Sachen geben. Und dann, und das ist ja immer geschenkt, man kriegt es ja immer geschenkt. Ja. Und dann glaube ich, habe ich schon öfter so jüngere Leute, die dann sagen, boah, es ist ja cool. Und das ist aber total uncool, weil man wird einfach zugemüllt. Man kriegt einfach so viel Zeugs. Es ist ja nicht so, dass du immer das kriegst, was du willst, sondern du kriegst immer das, was die wollen, dass du kriegst. Genau, ne? Genau. Also es ist auch nichts, was sehr erstrebenswert ist. Na, vor allem, es ist ungefähr das Verhältnis interessant oder es interessiert gar mich. Interessant für die Sendung ist mal eine Kategorie, aber es interessiert mich persönlich auch mehr als nur professionell. Das ist so im Bereich 10-15% und der Rest. Es kommt darauf an, wenn man sozusagen natürlich sagt, bitte schickt's mir das nicht mehr und so. Ich bin auch so höflich, ich werde auch auf der Straße immer wieder mal angesprochen. Höflich? Ja, ich bin höflich. Ja, heute warst du aber, Spaß. Was? Spaß! Ja, eben. Bist super höflich. Ja, eben. Bist, glaube ich, der höflichste Mensch, den ich kenne. Ja, weil ich Gast in Österreich bin. Ja, ich habe Angst, ich muss mich besser benehmen als, weißt du, sonst fliegst du raus. Naja, bei uns. Naja, bei uns nicht, Na, aber jedenfalls, wenn wir in der U-Bahn kommen, so junge Musiker immer mal auch und geben mir auch CDs oder Vinyl noch. Also, dann nehme ich das immer und sage, ja, gern. Ich höre es mir an. Und ich nehme es auch mit nach Hause und werfe das dann auch nicht weg. Jetzt habe ich zu Hause in einem Regal so sicher 20, 30 CDs von Leuten, die mir auf der Straße etwas geben, auch noch zu dem anderen Müll. Naja, du wirst erkannt auf der Straße. Ja, ja. Du bist jetzt schon ein Household-Name in Österreich. Ja. Wie würdest du denn deine Beziehung zu Österreich und zu Wien als jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt, wie war die Anpassungsphase und wie sehr bist du heute damit zufrieden, ein Wahlösterreicher, Wahlwiener, was immer zu sein? Es ist ja, wie du weißt, ein Unterschied. Österreich und Wien ist ja ein Riesenunterschied. Also ich kann eigentlich immer nur über Wien reden. Ich kenne Österreich auch sehr gut, weil ich ja viel rumfahre, aber... Und die Sendung so heißt. Und die Sendung so heißt, ja. Genau. Und also es ist so, dass ich kam nach Wien vor dem Fall der Mauer, also 87 kam ich nach Wien. Und damals war es noch immer so, ein bisschen, dass es so... Sackgasse des Westens war. Da kam niemand her. Du bist am Bahnhof angekommen, ich kam im Winter an und die Kolporteure mit Eiszapfen im Bad. Ich kannte Kolporteure aus Düsseldorf nicht. Und dann überall nur Schilder, Brno, Bratislava, Praha. Das heißt, du hattest das Gefühl, du bist einfach in Osteuropa. Es war weniger Werbung, es war dunkler, es gab kaum Straßencafés. Damals war es noch so, wenn du sonntags um 14.15 Uhr was essen wolltest, gab es praktisch nichts. Würstelstand. Wenn du Glück hast. Wenn du Glück hattest, genau. Und grau war Wien damals auch. Ja, es war viel grauer. Aber ich habe es sofort super gefunden. Sofort. Ich kam an und fand es sofort super. Und das hat bis heute, interessanterweise, ist die Liebe zu Wien, die von Anfang an groß war, stetig noch gewachsen. Ich finde Wien nach wie vor, es war ein unglaublicher Glücksfall, dass ich nach Wien gekommen bin. Ich finde Wien von allen Städten, und ich kann sie ja mit... Ich kann es mit vielen Städten vergleichen, was das Leben betrifft, immer noch die beste Stadt, die ich mir denken kann. Ja, es ist interessant, natürlich, ich bin ja Wiener, bin also geboren im Alsergrund im 9. Bezirk in einem Gemeindebau und liebe Wien auch. Ich komme auch immer wieder zurück und es ist sicher ein wichtiger Lebensmittelpunkt immer. Aber wie du weißt, bin ich ja auch sehr viel in Amerika und war, glaube ich, sogar in eurer Sendung, als ich Ehrenbürger von Miami geworden bin. Und dann hat mir immer der Brian May gefragt, was machst du in Miami? Warum bist du nicht in Wien? Wien ist doch die viel schönere Stadt. Ja. Ja. Also was macht man dort sozusagen? Und bei mir ist es halt das Klima. Aber wie auch immer, ich finde, es ist auch ein Glück für Wien, dass du dich hierher
verschlagen hast, weil ich finde, du bist eine tolle Bereicherung. Das ist sowohl, lieb, dass du das sagst, ja. Nein, sowohl als Buchautor, als Mensch sowieso und auch mit dieser Sendung, egal wie lange sie jetzt noch geht oder was da kommt. Ich finde, das zeigt, dass Wien eben auch anders sein kann. Ja? Weil es gibt ja auch das Klischee Wien und sozusagen zum Teil gibt's auch das. Ja auch. Das gibt es ja auch, das gibt es ja auch in echt. Natürlich. Und ich würde halt immer sagen, es klingt immer komisch, wenn ich sage, ich bin Wiener, weil ich halt überhaupt nicht rede wie ein Wiener. Auch nach all den vielen Jahren nicht. Aber du hast sehr gute Idiome angepasst. Bisschen schon. Ja, ja. Aber ich würde halt, was ich sagen würde, ist, ich bin halt so wie, ich finde den Begriff Berliner Türke so gut. Weil die Berliner Türken, die sind zwar Türken, aber sie sind eben Berliner Türken. Mhm. Und darauf sind sie auch stolz. Und ich würde immer sagen, ich bin ein Wiener Deutscher oder ein deutscher Wiener. Weil ich bin halt Deutscher, da kann ich ja nichts dagegen machen irgendwie. Ich bin halt einer, der hier ist. Ich bin hier sozialisiert. Ich bin hier, meine Kinder sind Wiener. Ich zahle hier immer Steuern. Ich leide mit Wien mit. Ich freue mich über Wien. Ich bin so stolz auf Wien. Und Wien löst in mir Emotionen aus halt. Und meine alte Heimat ist da so eine, da bin ich heute gerne, weil ich so ein, zwei Mal im Jahr und kann jetzt auch das, was ich früher dumm fand, heute gut finden. So im Rheinland ist es zum Beispiel so, dass die Leute immer so positiv sind, was ja aus Wiener Sicht geistesgestört ist, weil Wiener ja immer schimpfen müssen. In Wien ist ja immer jeder Dialog, wie geht's dir, geschissen haben, ja eh auch. Ja. Und in Düsseldorf immer, super, es regnet nur ein bisschen, setzen wir uns raus. Weißt, also, so, und dann ist das für mich dann, wenn ich dort bin, so eine emotionale Tankstelle auch kurz mal. So alles ist gut, das Leben ist gut. Ja. Und ich habe früher immer gedacht, das ist dumm, dass die Rheinländer dumm sind und die Wiener so intelligent, weil sie so negativ sind. Ich dachte, das ist klug. Inzwischen und hinterfragend. Inzwischen glaube ich aber, dass diese Rheinländer, das erfordert auch gewisse Klugheit, dass du, obwohl du weißt, dass vieles geschissen ist, es trotzdem gut finden willst. Das ist was psychologisch interessant. Durchaus, der Josi Prokopetz hat ein neues Kabarettprogramm, wo er behauptet, der Wiener ist unabhängig vom Geborenen so quasi eine Eigenschaft. Ja. Ja, also das immer nörgeln, das immer schlecht drauf sein, ja, etc., das kann auch einer aus Norwegen sein, ja. Sozusagen, der nie in Wien war. Ja? Ja, weißt du, und du bist ja viel in Amerika und New York oder so, ist ja, oder ganz Amerika ist ja so eine Art Melting Pot mit vielen Kulturen. Und das ist Wien aber auch. Nur bei uns haben sich halt nur so depressive Völker vermischt. Weißt, also so Ungarn, selbstmordgefährdet, Ruthenen, verfolgte Galizier, weißt du so. Und das merkst du der Stadt an. Es gab zwar auch bei uns Italiener, also die vielleicht für das bisschen, was wir dann auch, wo wir auch mal gut drauf sind, dafür sind die vielleicht dann zuständig. Naja, es ist lustig, dass du bei uns schon sagst. Das zeigt, dass du sozusagen Wiener bist. Ja. Nein, aber es ist richtig, wenn ich erstens einmal mit Leuten spreche, die ausländerfeindlich sind, wobei das zunehmend schwieriger wird, dann versuche ich auch immer zu erklären, dass Wien der gleiche Melting Pot ist wie New York. Ja. Und dass da viele, also mein Urgroßvater war aus Brünn. Ja, sicher. Ja, sozusagen Dolleschal. Das ist ein tschechischer Name. Ja. Also irgendwann einmal war der auch Ausländer und jetzt bin ich seit drei oder was oder vier Generationen halt in Wien geboren und das finde ich immer so dumm. Ja, und dein Großvater oder Urgroßvater, als der nach Wien kam, da war wahrscheinlich gerade Lueger noch Bürgermeister, der ja seinen Wahlkampf aufgebaut hat gegen die Böhmen, gegen die Mähren, gegen Juden. Das heißt, dein Großvater oder Urgroßvater ist dann noch Teil geworden von der Ausländerfeindlichkeit, die es damals gab. Ja, beziehungsweise sozusagen hat damals, wenn man noch weiter zurückgeht, ja Brünn noch zu Österreich gehört und die Kammermonarchie vielleicht noch. Nein, ich wollte es eh mal nachforschen. Ich habe mal gedacht, mit meinen Söhnen, jetzt denke ich mal jetzt schon seit ein paar Jahren, fahre ich einmal dorthin, weil heutzutage mit diesen verschiedenen Internet-Services kannst du ja auch, was die alte Meldezettel und so weiter. Und es würde mich wahnsinnig interessieren, was finde ich über meine Familie. Wo komme ich eigentlich her? Ja.
Aber ich meine, das Ruhrgebiet ist ja trotzdem der Ruhrpott, also nicht nur wegen der tollen Fußballclubs und was weiß ich was alles, ist ja trotzdem auch eine wie soll ich sagen, durchaus auch politisch eine interessante Gegend. Die Sozialdemokraten sind dort meistens stark. Ja? Waren. Oder waren stark. Ja, genau. Stimmt, ja, ja richtig. Ja. Na, es war so der Umbruch. Ne? Als ich noch in Deutschland gewohnt habe, da war das immer so, dann wusstest du, die Ruhrgebietstädte, wenn Wahlen waren, 60%, 70% Sozialdemokraten. Also es war wirklich so eine Macht. Und dann war ich schon lange in Wien und dann war irgendwann Wahlen und dann ist in Duisburg plötzlich ein CDU-Bürgermeister gewesen oder in anderen Ruhrgebietsstädten, wo du dachtest, das gibt's nicht. Das ist so, als würde Wien jetzt plötzlich von der ÖVP regiert, was unmöglich ist. Das gibt's nicht, das wird nie passieren. Es sei denn, die SPÖ benennt sich um, aber... das wird dann wieder der Bürgermeister sehr gerne hören. Ja. Na, aber da war es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, es gab eine Ausstellung, die gibt es jetzt noch immer zu sehen als Dauerausstellung im Marxhof, im Karl-Marx-Hof. Ja. Und die heißt Kampf um die Stadt, hieß die Ausstellung. Die war im Künstlerhaus vor 10 Jahren ungefähr. Und da ging es so um das Wien, das rote Wien, 20er Jahre. Und du bist in dieser Ausstellung und es war immer so, es war immer das rote Wien und das schwarze Niederösterreich ringsherum. Mhm. Und nichts gegen Niederösterreich. Meine Freundin kommt aus Niederösterreich, alles gut. Aber damals zumindest war in Wien Wahnsinn. Es war so toll, was die gemacht haben, was es nirgendwo auf der Welt gab. Plötzlich haben die halt gesagt, na, wir müssen jetzt schauen, dass es den armen Leuten besser geht. Dann haben sie diese wahnsinnig tollen Gemeindebauten damals gebaut. Dann haben sie es geschafft, dass Kindersterblichkeit abnimmt, dass die Kinder gesünder leben, dass es Spielplätze gibt, Schwimmbäder, Sportvereine. Es war Wahnsinn, die Architektur, die Frankfurter Küche. Es war, und dann gehst du durch diese Ausstellung und du kommst raus und möchtest Wien umarmen und küssen. Du bist so stolz auf Wien. Ich war so stolz auf Wien und du hast dir gedacht, diese depperten Pfaffen in Niederösterreich, wie deppert die waren damals. Und das immer verhindern wollten. Und dieses Grundgefühl, dass Wien was kann, was andere nicht schaffen, es ist bei mir noch immer so stark. Ich habe auch noch immer das Gefühl, weil ich habe jetzt mein neuer Roman, der erscheint im Sommer, da geht es um mich, mehr oder weniger, also das bin ich, der in Wien lebt. Da beschreibe ich Wien immer so, dass Wien gar nichts tun muss. Wien muss nur sein und strahlt. Das heißt, da können andere Städte müssen sich abstrampeln, um irgendwie cool zu wirken. Das muss Wien nicht tun. Wien reicht es zu sein. Und das finde ich so toll an der Stadt. Wien ist so ruhig, so scheißt auf den Rest irgendwie auch ein bisschen. Während so Berlin immer, ich bin so aufgeregt, ich bin so geil, ich bin sexy, ich bin zwar arm. Und so, das braucht Wien nicht. Wien ist nur da, trinkt man noch was? Ja, sicher. So lässig. Bei mir Wasser. Ja. Nein, aber das ist jetzt nicht schön, was du da jetzt über Wien sagst. Das war eine wahnsinnige, wie soll ich sagen, Lobeshymne, da wird man als Wiener durchaus warm ums Herz. Nein, also Wien ist natürlich anders und ich bin auch begeisterter und bekennender Wiener immer gewesen, weil ich auch finde, also das hat sich ja jetzt auch in dieser scheiß Pandemie wieder gezeigt, ja, also dass das sozusagen, dass das ein bisschen gescheiter war, ein bisschen vorsichtiger, ja. Ding und mehr gratis und die Tests und so weiter. Und ich habe da von Anfang an große Sympathie gehabt, weil mich hat es ja erwischt in Amerika, wo ja da 60.000, 70.000 Infektionen im Großraum Miami waren und keiner da Maske getragen, weil alle gesagt, der sogenannte Präsident, das ist ja immer der Orangutan mit orange gefärbte Haar, gesagt hat, das machen nur Feiglinge. Also Wien ist da schon anders, da gebe ich dir total recht. Natürlich als Wiener sieht man manche Dinge nicht und muss durchaus, da gebe ich dir, ins Ausland, um dann wieder, also ich entdecke zum Beispiel Wien jetzt wieder neu, ja, weil ich ja 30 Jahre lang in Burgersdorf gewohnt habe, also wie ich da war, Burgersdorf bei Wien, was Niederösterreich ist, und dann sozusagen natürlich viel in Miami und mich jetzt entschieden habe, auch wegen meiner Söhne, mir in Wien wieder eine Wohnung zu nehmen.
Und dadurch bin ich jetzt mehr in Wien, weil früher war ich immer am Stadtrand von Wien, da habe ich genug gehabt von Wien. Und jetzt entdecke ich das wieder und das ist unheimlich schön. Mhm. Also das ist auch Straßen, wo du seit 20 Jahren vielleicht das erste Mal wieder durchgehst und, oder Gegenden. Also Wien ist schon eine Klasse. Du musst einfach, du weißt, also es ist noch immer, obwohl ich jetzt schon so lang da bin und so lange quasi auch schon so in kulturellen Bereichen tätig bin, es ist noch immer so, dass plötzlich ich in irgendeinem Raum stehe, wo Leute sagen, hast du das gekannt? Und dann stehst du da und denkst dir, das gibt's ja nicht. Das ist ein Ballsaal irgendwo in irgendeinem Bezirk. Leer steht leer, wo du wüsstest, dieser Raum wäre in Duisburg der einzig schöne, geile Raum. Ja? Das ist aber in Wien nur einer von Hunderten. Es gibt so viele tolle Theater. Also ich war jetzt zum ersten Mal im English Theater. Im Achten, das ist ein wahnsinnig schöner Raum. Ich wusste nicht, dass das so toll ist. Oder zum Beispiel der Stadtsaal auf der Marie-Hilfer-Straße. Den hat der Josef Hader und ein Freund aus München, der so Theater in München hat, die beiden und die Chefs vom Kabarett Niedermeyer, die suchten einen Raum. Und jemand gibt ihnen den Tipp, dann kommen sie in diesen heutigen Stadtsaal, kommen rein, in diesen prachtvollen, tollen Raum, riesigen Raum. Und da stehen drei Tische vom Konsumentenschutz. Weißt du, wo so Leute standen, die Nähmaschine ist kaputt, ist das okay, muss man die reklamieren, so halt. Ne? Mhm. Und dann schauen sich diesen Raum an und werden fast ohnmächtig auf der Marie-Hilfer-Straße, also zentraler geht es ja nicht mehr. Mhm. Und dann sagen sie zum Konsumentenschutz, könnten sie theoretisch mit den drei Tischen in diesen anderen Raum da auch gehen? Dann sagen die, ja sicher, ja klar. Und dann war der Raum leer und dann haben sie den hergerichtet und es ist jetzt ein wahnsinnig schönes Theater. Und da sowas gibt es, das kenne ich nur aus Wien, solche Geschichten. Da bin ich oft übrigens im Stadtsaal. Zuletzt bei 5 Achterl in Ehren. Ja, eine tolle geile Band. Apropos Band, Ruskaya ist ja die Band eurer Sendung. Ja. Und die waren jetzt auf Amerika-Tournee, oder? Die waren jetzt 5 Wochen auf Amerika-Tournee, Amerika und Mexiko. Sie sind ja Mexikaner. Ja, genau. Sie sind aber auch, sie sind ja Russen, was auch nicht stimmt. Ja. Es ist einer Russe, einer ist Ukrainer, ja. Einer Italiener, eine Deutsche und ja, die anderen Wiener. Schlagzeuger ist ja genau. Ja. Steirer, der Schlagzeuger ist aus Steiermark, also fast Russe. Und die sind dann halt genau in der Woche, als der Krieg begann, ging es darum, kriegen sie jetzt das Visum oder nicht für ihre erste große US-Tour. Und wir haben alle gesagt, und sie auch, das wird schrecklich. Wie kannst du als Band, die Ruskaya heißt, mit russischer Polka-Musik die Leute zum Tanzen bewegen, wenn alle diese Bilder im Kopf haben? Und Russland einfach, alles klingt geschissen mit Russland. Und sie sind jetzt gestern zurückgekommen, alle mit einem Strahlen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Eine Band, die glücklich ist. Sie haben 5 Wochen lang nur tolle Konzerte Tag für Tag gehabt. Brechend voll, unglaublich viel Merchandising verkauft, Riesenstimmung. Die Amerikaner liebten sie. Und sie haben halt dann das, was du ja immer hast, weil du ja auch viel in Amerika bist, so dieses, weißt du, dieses weite Land, so diese langen Fahrten, diese geilen Landschaften. Alle haben Fotos von sich mit riesigen Kakteen in New Mexico und so. Und das war so schön zu sehen, dass diese psoffene Band so glücklich sein kann. Ja, sehr gut. Ist übrigens eine geile Band. Eine geile Band, ja. Ist ja eigentlich Super Profis. Da ist ja eigentlich das Erfolgsgeheimnis der Sendung. Also Stermann, Christian, die zwei Typen, die da vorne sitzen. Austauschbar. Nein, das könnte jeder machen. Aber diese Band. Ja, die Band. Und das da hast du vollkommen recht, ja. Na, aber der Schlagzeuger, wenn ich mich recht erinnere, spielt auch bei der Gangband von der Christina Kosik, so einer Linzer. Und da habe ich ihn ein bisschen kennengelernt, damit habe ich ein bisschen was zu tun gehabt. Na, ganz großartig. Was sind denn so die Dinge, die dich im Augenblick sehr freuen? Die mich freuen? Ja. Ja, sowas. Mich hat jetzt gestern das wirklich gefreut, dass ich so eine glückliche Band sehe. Das freut mich. Im Zusammenhang mit Vater sein vielleicht? Ja, naja. Also meine Kinder freuen mich darüber. Das ist das Beste. In Wahrheit ist das das Beste. Also für mich.
Ich glaube auch jedem, der kinderloser Alleinerzieher ist und sagt, das liebt er auch, gibt es ja auch diese. Also ich würde nie missionieren wollen irgendwie. Aber ich für mich selber bin wahnsinnig gern Vater, finde das super. Deine Kinder sind in welchem Alter? Die Tochter ist 30, wird sie jetzt, und der Sohn ist 6. Also, das heißt, ich habe jetzt seit 30 Jahren und nochmal 10 Jahre durchgehend was zu tun, quasi als Vater. Mhm. Also das heißt, das ist sehr anstrengend und erfordert viel jetzt in der Pandemie, weil ich ja nicht auftreten konnte. Ich hatte nur die Fernsehsendung, das heißt, ich war dann viel zu Hause und meine Freundin arbeitet. Jetzt habe ich halt sehr viel das Kind gehabt und fand das aber auch total super. Irrsinnig anstrengend. Und da habe ich die ganze Zeit gefragt, was macht mein Kollege Grissmann zum Beispiel jetzt in der Pandemie den ganzen Tag? Weil er hat kein Kind, keine Kinder. Der muss ja Urfahrt sein. Ist ihm aber nicht. Hast du ihn gefragt? Ja, ihm ist nicht Fahrt. Mhm. Na. Er hat jetzt sich selbst. Ja, er hat sich selbst, genau. Ja. Nein, aber wenn du sagst, das war anstrengend. Ich war ja 10 Jahre alleinerziehender Vater mit 2 Söhnen. Da waren sie 3 und 6. Und das ist schon richtig, dass das anstrengend ist, aber es war für mich, ich möchte auch keine Sekunde missen. Also ich wollte immer Vater oder Eltern sein, ich habe es ein bisschen anders vorgestellt, das macht ja nichts. Ich wollte nicht unbedingt Alleinerzieher sein, aber ich glaube auch, dass das in der Beziehung zu meinen Söhnen durchaus hilfreich war, weil natürlich die Beziehung eng ist, auch wenn sie öfter mal wieder auseinander sind, räumlich. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres. Früher habe ich immer gesagt, was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, ein Schatzi zu werden, also eine möglichst gute Version von sich selbst zu machen. Und heute bin ich mir relativ sicher, dass der Sinn des Lebens ist, Leben weiterzugeben. Also sprich, sozusagen für mich. Ja. Es gibt nichts Schöneres. Ja. Und wenn einer von den beiden Gangstern sagt, Papa, ich habe dich lieb, dann sagen wir, alle Grammys wurscht oder was immer. Das Aber hast du schon erlebt? Du hast ein bisschen ein Vor. Das habe ich erlebt, natürlich. Ja. Ja, wobei meine Kinder fragen mich nicht, wollen nicht schon, dass ich tot bin, und fragen mich nach dem Grab. Und, also die wollen mich noch. Na, Spaß. Nein, natürlich. Ja, früher habe ich sie immer Gangster genannt, ja, weil es natürlich sozusagen durchaus turbulent ist. Und ich meine, wie du gekommen bist, hast du gesagt, weil du den Benny gesehen hast, der hat ganz kurze Haare. Das war die umgekehrte Geschichte. Die hatten lange Haare, wie sie klein waren und sich noch nicht wehren konnten, weil der Papa hat das natürlich super gefunden. Und irgendwann kommen sie zu mir und sagen, Papa, können wir uns bitte die Haare abschneiden, so wie der Ronaldo, ganz kurz. Aha. Und ich habe mir gedacht, ich habe mit meinem Vater gekämpft, dass ich lange Haare haben darf. Ich bin, who am I, dass ich denen jetzt sage, sie dürfen nicht so ausschauen, wie sie wollen. Und Also, das sind schon schöne Momente. Was sind Dinge, die dich ärgern oder dich aufregen heutzutage? Ich finde das gar nicht mal so, es wird nicht so anders sein als bei anderen Leuten, nehme ich mal an. Also, du regst dich halt über die, ich habe mich aufgeregt, tatsächlich über die Schwurbler, die Samstagsdemos in Wien, weil ich auch so nah am Ring wohne. Das heißt, ich bin jeden Samstag dann mehr oder weniger zu Hause bleiben, habe ich zu Hause bleiben müssen, weil du nicht dahin wolltest. Und ich wohne neben der Rossauer Kaserne, das heißt, bei mir war dann immer das Gefühl, dass ständig Aufregung ist, weil immer dann die blaue Lichtfahrzeuge, die Einsatzfahrzeuge aus der Kaserne rausfahren und immer. Oder Impfgegner und Corona. Ja, die Impfgegner, ja, genau. Es war irgendwie. Und ich habe das 2 Jahre lang auch so alles so runtergeschluckt, und dann musste ich aber irgendwann über den Ring, als sie gerade dort demonstrieren waren mit so großen Fahrzeugen, mit lauter Musik, aber sehr schlechter Musik auch, so Partymusik, weißt du, so ein bisschen so Après-Ski-mäßig klang das. Und oben hat jemand so eingepeitscht, und dann wollte ich über den Ring, und der sieht mich vom Wagen aus und ruft dann so, ah, da ist der Stehermann und wir sind die Schwurbler. Und dann schauen mich alle Schwurbler halt so an, und ich muss aber über den Ring gehen. Dann quatschen die mich halt so an, und dann ist es so aus mir rausgebrochen, so diese 2 Jahre Ärger über die. Und dann habe ich mich so gestritten mit einigen von denen, und dann kamen so 2 Betrunkene auf mich zu und haben gesagt, wir demonstrieren hier für Freiheit, und wenn dir das nicht passt, schleich dich.
Ich habe gesagt, was ist denn das für eine komische Freiheit? Ich soll mich schleichen, weil... ja, wenn ich anderer Meinung ja, bin. Ja. Und dann gab es einen Polizist und hat sich zwischen uns gestellt. Mhm. Und dann bin ich so wirklich emotional da weggegangen. So, ich musste mich ganz langsam erst beruhigen, weil ich bin nicht aggressiv eigentlich. Aber ich habe dann so gemerkt, okay, es ist einfach... Ich habe die jetzt wirklich geschissen gefunden, diese Leute. Und also das hat mich geärgert zum Beispiel. Naja, es ist bei mir ist es ja dasselbe. Also du hast, ich hatte das mit Trump-Anhängern, mit denen ich versuchte, ins Gespräch zu kommen in Amerika, was ich irgendwann mal aufgegeben habe. Durchaus vergleichbar, und das meine ich wirklich ganz ernst, sind AfD-Wähler oder gar noch mehr in Deutschland. Und ähnlich geht es mir mit Corona-Leugnern oder Impfgegnern, wo einfach jegliche Logik fehlt. Und wo auch so klar ist, finde ich, das hast du jetzt so gesehen, weil ich war auf der ersten Ukraine-Demo. Ja. Und das war auch an einem Samstag. Und dann musste ich wieder über den Ring gehen, weil das war auf der Marie-Hilfer-Straße beim Museumsquartier. Ja. Und dann kamen mir so Leute mit Russland-Fahnen entgegen. Und ich bin aber gerade, die gingen zur Corona-Demo mit Russland-Fahnen und ich ging zu den Ukrainen-Fahnen hin. Ja. Und dann habe ich zu denen gesagt, wenn euch das jetzt so wichtig ist, Freiheit und Diktatur und gegen die Diktatur, dann müsst ihr aber mit mir mitkommen. Weil da geht es jetzt um Leute, denen geht es gerade wirklich geschissen. Wegen denen... deren Fahne ihr da gerade tragt. Und dann haben die so angefangen und gesagt, ja, wo hast denn deine Infos her vom ORF, wahrscheinlich der Systemsender und Lügenpresse und sie haben im Internet gelesen, das, bababa. Und dann haben gesagt, ja, aber wer macht das im Internet, was du da liest? Das zahlt der Putin. Also das ist so diese Propaganda aus Russland. Und das siehst du ja auch, wie die argumentieren. Das sind halt die Russen haben halt, glaube ich, versucht, einfach im Vorfeld schon Europa so zu teilen. Hm. Und das ist scheinbar gelungen auch. Hm. Nein, ich habe gestern eine sehr intelligente Sendung, ich glaube, es war im deutschen Fernsehen gesehen, wo auch noch einmal dokumentiert wurde, wie stark Russland sich seit Jahren, ja vielleicht sogar Jahrzehnten, darauf konzentriert, das hat mit diesem russischen Fernsehsender, den es überall gibt, etc. zu tun, hier gegen Öffentlichkeit zu machen. Ja. Propaganda, die in der Sowjetunion normal war, heute in Russland leider Gottes auch noch immer jetzt sozusagen vorherrscht, weil alle unabhängigen Medien entweder eingesperrt sind oder Angst haben oder abgeschaltet, dass die im Westen sozusagen, weil wie kann es sonst sein, dass in Deutschland Leute mit Russenfahnen gehen und so und sich beschweren, dass Russen jetzt diskriminiert werden. Ja? Ja. Ich meine, die sollten in Moskau ein bisschen demonstrieren gehen. Da haben sie genau 3 Schritte, bevor irgendjemand kommt und sie dort wohin bringt. Ja, und du weißt ja in Amerika, dass viele Leute, viele Wissenschaftler gesagt haben und so Kommunikationsforscher, dass die Russen wahnsinnig gezielt immer vor den US-Wahlen halt massiv versuchen einzuwirken auf die Wahl halt. Ne? Da ist ja bei Trump auch passiert. Ja, ja, ist ja genau. Bei Trump passiert. Ja, genau. Weil das ist ja leider Gottes nie aufgeklärt worden. Das hätte mich ja bis jetzt so spannend interessiert, ob der Trump, was ich behaupte, wirklich sozusagen von Putin bezahlt wurde, indirekt, durch Aufmerksamkeit. Ja, weißt du, man muss ja nicht Geld sein. Ja, oder ja, es reicht ja schon, dass er diese Hotels in Moskau bauen konnte. Ja, ja, was immer. Ja. Ja. Mein Gott, also das... Ja, ja, und das ärgert mich ärgert so, wenn du dich so blöd stellst, dass du gewisse Dinge nicht sehen kannst. Dass du so tust, als gäbe es am Anfang, als gäbe es diese Pandemie nicht. Wenn man einfach sich blind stellt, blind und taub stellt, das ärgert mich. Das, weil ich es nicht aushalten kann, dass jemand, weil das ist nicht im Interesse desjenigen, der das tut. Weißt du, also du kannst schon Informationen für dich selber filtern und dann daraus Schlüsse ziehen. Und wenn du so dumme Schlüsse daraus ziehst, aus den gleichen Informationen, oder dich weigerst Informationen von objektiven Wissenschaftlern, von einer objektiveren Seite für dich anzunehmen, das halte ich nicht aus. Naja, ich habe ja auch für den ORF einen Film gemacht im Sommer letzten Jahres, aus der Betroffenheit, wie ich also aus Amerika komme. Zuerst haben wir gedacht, die Amerikaner sind deppert.
Ja? Also das weiß man ja eh. Ja, also ja. Ein Großteil. Wobei ich habe das Problem, dass ein Großteil der interessante Menschen aus unserer Branche, Film, Fernsehen etc., in Amerika zu Hause sind. Ja? Also von technischen Möglichkeiten bis zur Kreativität. Entschuldige, muss ich dann nachschauen, ich bin ein schlechter Gastgeber. Und dann bin ich sozusagen nach der Pandemie gedacht, okay, also 80% der Amis sind halt wo angrenzt, in dem Amboscher. Dann komme ich hierher zurück, mehr als ich sonst war. Und dann sagen mir die Leute, naja, ich lasse mich nicht testen, ich lasse mich nicht impfen. Aber auch aus dem Bekanntenkreis. Und mir denkt, hey, also wenn das jetzt wirklich passiert, dass wir das schaffen, sozusagen, dass es diese Impfung gibt, bin ich doch der Erste, der sich da impfen lässt. Ich meine, mich hat auch niemand gefragt, auf den kleinen Zucker, das war Kinderlähmung und die gibt's nicht mehr. Ja. Oder wie ich gegen Pocken geimpft habe und die gibt's nicht mehr, diese Krankheit. Da kann man ein bisschen nachdenken, wenn 99% der Wissenschaftler sagen. Ja, weißt du, und dann ist das interessant. Dann machst du in der Sendung, machen wir in der Sendung Witze über Corona-Leugner. Ja. Und dann gibt es halt sofort Hasspostings ohne Ende, die dann behaupten, wir wären quasi gekauft und würden gegen Geld für die Impfung sein. Die also quasi die nicht glauben können, dass wir das gut finden, weil wir aus freien Stücken. Ja, ja. Ich habe mich entschieden. Das ist der richtige Weg. Na, der Oscar-Preisträger Stefan Rusowitzki hat in dem ORF-Film auch gesagt, es ist da eine Risikoabwägung. Jetzt möge es irgendwelche Nebenwirkungen geben. Inzwischen sind Milliarden von Menschen, wenn ich mich jetzt nicht irre, schon geimpft. Ja? Also es gibt da keine Millionen von Toten aufgrund der Impfung, aber es gibt Millionen von Toten aufgrund der Krankheit. Ja. Ja? Sozusagen, also ich finde es auch so sehr ich das auch sympathisieren kann und sagt, okay, was mit meinem Körper passiert, bestimme ich. Aber ich habe einen Sketch dann gemacht mit Prokopetz, da hat die Nidetzki gesagt, ja, wissen Sie das, wie ist denn das mit den Nebenwirkungen? Und sagt, ja, und dann holt er das Handy raus und sagt, Gehirnblutung, da. Sagt sie, um Gottes Willen, das alles ist von der Impfung, sagt er, nein, Aspirin. Das sind die Nebenwirkungen, die wirklich auf dem wir nehmen das zu uns und keiner tut sich irgendwie Gedanken machen. Das ist halt schade, da habe ich auch ein bisschen das Problem, soziale Medien, ein Fluch und ein Segen und ein Fluch zugleich, weil viele haben dann zwei Sachen gelesen irgendwo auf Instagram und glauben dann, das ist halt auch irgendwie schade. Was man dagegen machen kann, weiß ich nicht. Außer, dass man immer wieder mit guten Argumenten in der Öffentlichkeit auftritt. Ja, ich finde das immer rührend, wenn Leute noch immer versuchen, dann diese Leute zu überzeugen, dass sie ihnen sagen, schau mal, du hast deine Informationen von dieser Seite. Diese Seite ist aber gemacht worden von dem, der hat aber das schon auch gemacht. So, das wäre mir alles zu anstrengend. Ich denke mir dann jetzt inzwischen, denke ich mir... Da bist du durchaus Wiener. Ja. Da bist du ein bisschen Wiener. Es ist mir wurscht. Ja? Du weißt ja auch, dass du nichts... Du kannst ja in Wahrheit nichts ändern. Du kannst niemanden. Du kannst aus einem Nazi kannst du keinen Demokraten machen. Schaffst nicht. Ja. Was auch schade ist. Was schade ist, ja. Aber interessant, dass man doch relativ leicht aus Demokraten Nazis machen kann. Das wundert einen ja auch so, dass dann so bei diesen Pegida-Demos in Deutschland zum Beispiel dann Leute mitgehen, wo man immer dachte, das sind so normale Leute. Na, die sind, es fehlt nur so wenig, so kannst du sie umdrehen, dann denken die auch, ja, immerhin bin ich Deutscher und das ist schon mal was. Es ist nichts, Deutscher zu sein. Nationalität ist halt nichts. Wenn du Arschloch bist, ist entweder deutsches Arschloch oder österreichisches Arschloch, weißt du? Aber du bist dann ein Arschloch. Das ist die Nationalität, ist Arschloch. Naja, es ist ja vor allem, also in Deutschland ist es ja, dann kommt ja noch dazu, ohne das wieder diskriminierend zu meinen, dass es in ostdeutschen, sozusagen neuen Bundesländern eine weit höhere Anzahl gibt an AfD-Sympathisanten. Die haben halt früher die Linke gewählt, ja, ist meine Hausmeistertheorie von der Ferne, ja, als Protest und jetzt wählen sie die andere Seite und der Inhalt ist ihnen in Wahrheit wurscht. Ja. Die waren weder Kommunisten früher oder Linke und sind, ja, weiß was immer, aber da sind durchaus, wie soll ich sagen,
Jetzt ist mir die Schuhbandeln aufgegangen. Das gibt es nicht, aus Protest sind die Schuhbandeln. Aus Protest? Jetzt geben wir die Schuhbandeln, dann geben wir die Schuhbandeln auf. Du hast ja gar keine. Ich habe keine. Du bist ja Schuhbandel. Ja, weil ich so schlecht, kann so schlecht Schleife binden. Also ich kann so schlecht das Marschall machen. Ja, na gut, das musst du auch noch lernen. Du bist ein echter Wiener da. Was sind deine, ja, also eins muss ich noch sagen. Kannst du dich noch erinnern, wir hatten ein Fest und ich glaube, ich habe mit dir gesprochen und nicht mit deinem Partner. Ihr hattet jetzt damals gerade die Radiosendung und habt gemacht, die geheimen Tagebücher von Dolle Zahlrosser. Genau, ja, ich weiß, ja. So, und da habe ich die angerufen und gesagt, ja, da gibt es jetzt irgendwie ein Fest und ich würde euch gerne engagieren gegen eine Gage, weil ihr macht ja diese Radiosendung. Und hast du gesagt, hast du diese Radiosendung schon einmal gehört? Ja. Sag ich, ja. Sagt er, ja, also weil das ist jetzt nicht unbedingt, also wir machen uns da lustig und so. Und ich gesagt, nein, genau das will ich haben. Ich will, dass irgendwer lustig macht. Und da seid ihr ja aufgetreten beim Geburtstagsfest. Genau, ja, genau. Die Sarko-süchtig war ich. Taxifahrer. Ja, ich kann mich nicht mehr, ich kann mich noch genau erinnern an den Auftritt dort und ich kann mich an das Telefonat erinnern. Ja. Weil ich dachte, okay, jetzt klagt er uns, er will uns klagen. Wirklich? Ja, habe ich gedacht, ne, sicher. Weil irgendwer du hat hast gesagt, mir nicht zugetraut, so viel Humor zu haben. Nein, du, ich kannte dich ja nicht zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja nur uns lustig gemacht. Ja. Dann hat irgendwer gesagt, hier, der Dollezahl, und da habe ich gedacht, okay, ja, was, warum ruft er mich der Dollezahl an? Der wird sich beschweren jetzt irgendwie, ne? Das reicht ihm. Und ich habe mich engagiert. Ja, ja, genau. Die Geld. Ja, ja, genau. Und dann weiß ich, dass Nina Hagen ist auch dort aufgetreten und die hatte so ganz spitze, so eine Plastikbrüste. Genau, richtig. Das kann ich mich erinnern. Und Queen, die Überlebenden von Queen sind aufgetreten. Ja. Ja. Auf der gleichen Bühne wie ihr, ne? Ja, oder auf einer größeren vielleicht. Vielleicht waren wir auf einer Seitenbühne. Wahrscheinlich. Nein, es gab nur eine Bühne. Okay. Es gab im Prater war das. Das war im Prater und dann gab es noch einmal ein Fest. Und ich weiß noch, Helmut Zilk hat eine Rede gehalten und hat gesagt, und alles Gute zum Geburtstag, Do und Co. Das weiß ich nicht. Aber es gab dann auch noch zu meinem 40er in Burkersdorf ein Fest und da habe ich jetzt ein Foto entdeckt, weil ich das für ein späteres Buch durchgegangen bin von Sternmann Grissemann, zusammen mit dem jungen Michael Mittermeier. Ah, wirklich? Da war sie ja, da hat auch noch mal Queen gespielt, zu meinem 40er, da habe ich das sozusagen noch einmal zusammen. War das im Nikodemus? Im Nikodemus, ja, ja, ja. Genau. Naja, das ist sozusagen, we go back a long time. Ja? Ja. Und dann muss ich ja dazu sagen, sehr, sehr gerne vor allem dich, wie ich die ganzen Sendungen für das ZDF und ARD gemacht habe, habe ich dich sehr, du bist ein ausgezeichneter Synchronsprecher, auch zuletzt jetzt beim Freddie Mercury-Film. Ja. Und vor allem, weil die Beefcake ja immer gesagt haben, ich kann keine österreichischen Sprecher nehmen, weil die haben das österreichische Idiom, was immer das mag, sein mag. Ja. Aber für Deutsche wird man, Deutsche werden das vermutlich hören. Ja. Und du bist da ein wahnsinnig toller und professioneller Sprecher. Das war ganz lustig, weil ich bin seit vielen Jahren Werbesprecher für eine Versicherung in Österreich. Und irgendwann hat die Agentur gewechselt nach 1000 Jahren. Und dann hat die neue Agentur einen neuen Sprecher genommen. Und dann hat der Chef der Versicherung hat sich das dann angehört und hat gesagt, das ist ja ein Deutscher. Na, ich möchte den alten Sprecher zurück. Und dann haben die gesagt, ja, aber der ist ja auch Deutscher. Ja, ja, aber anders. Dann habe ich den Deutschen wieder verdrängt. Du hast den Deutschen verdrängt als österreichischer, nein, als deutscher Wiener. Als deutscher Wiener, genau. Als deutscher Wiener, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich mal einen McDonald's-Spot musste ich synchronisieren. Und das waren Deutsche, die dort gesprochen haben. Das wurde hier synchronisiert und die anderen waren Österreicher. Und ich sollte auch einen synchronisieren. Und der, den ich synchronisiert habe, der kam offensichtlich aus exakt der gleichen Gegend wie ich, weil der hat exakt den gleichen Dialekt gehabt, also der sprach genau wie ich. Jetzt habe ich, und dann habe ich mir gedacht, das ist ja wurscht, kriege ich halt, weiß nicht, 500 Euro, dafür, dass ich exakt, es klang danach genauso wie vorher. Das war auch cool, fand ich. Aber es war halt trotzdem vielleicht mit der, ich weiß nicht, das mit der Audio-Aura von ein bisschen österreichischem. Eventuell, für mich klang es exakt gleich. Ja. Gibt es noch was, was du unseren Sehern sagen möchtest, was dir noch am Herzen liegt? Ich finde immer ganz gut, dass man versucht, weil wir darüber eben auch gesprochen haben, und das ist möglich, glaube ich, dass man versucht, in seinem Leben, bei allem, was man tut, kein Arschloch zu sein. Das finde ich, viel mehr geht eh nicht, und das ist eh schon viel.
Da muss man auch schon sich anstrengen, aber es geht. Ich finde, es geht und ich finde auch, dass das ein bisschen unsere Pflicht ist. Ja, ja. Man kann immer sich kurz ein überlegen. Ein anständiger Mensch, sage ich. Das beinhaltet eigentlich alles, dass du keine Leute linkst, niemand umbringst, das sowieso und so weiter. Ja. Aber auch irgendwie im Umgang, finde ich, mir tun manchmal Leute etwas an und ich denke mir, wow, das würde ich selbst einem fremden Taxifahrer, mit dem ich jetzt heute eingestiegen bin, nicht antun, einem Wildfremden. Es ist schon interessant, was die Menschlein alle. Ich glaube, man hat immer die Wahl und da könnte man sich, sollte man sich entscheiden für die etwas nicht coolere Arschloch-Variante. Seite, die Nicht-Arschloch-Variante. Ja, finde ich auch. Der Frank Zappa hat einmal gesagt, war schon lang her, 1979 in einem Interview mit mir, hat er gesagt, es gibt eine Sache, die Menschen jetzt nicht gut können, oder zwei. Das eine ist, sich gegenseitig umbringen und das andere ist, die Umwelt zu zerstören. Und irgendwann mal werden die Kakerlaken die intelligentesten Wesen auf der Erde sein und dann hat es der Mensch geschafft. Und ich habe gedacht, was für ein alter, zynischer Mann damals. Mhm. Aber je älter ich jetzt werde und je mehr ich sozusagen sehe, dass sich doch, ja, es ändert sich immer was und man soll sich auch dagegen auflehnen und sozusagen klein beigeben gibt es nicht. Aufgeben tut man nur einen Brief. Aber wenn ich mir denke, 82 bin ich mit dem André Heller und mit dem Harry Belafonte auf der Bühne gestanden, Künstler für den Frieden. Ja? Mhm. Und jetzt schauen wir nach Osten von da, wo wir jetzt sitzen und wissen, was passiert. Das ist näher als die Vorarlberger. Ja, weil Putin und diese Leute sich zum Beispiel diese Frage scheinbar nicht stellen jeden Morgen, ich habe heute wieder die Wahl, soll ich ein Arschloch sein oder nicht? Die Frage stellt er sich scheinbar nicht. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren, was solche Menschen reitet. Obwohl es mich eigentlich auch wieder nicht interessiert, aber ich meine, das muss ja irgendwo, weißt du. Aufstehen morgens, wach werden und sich denken, heute bin ich wieder verantwortlich für den Tod. Wir sollten beide zum Putin fahren und ihm das sagen. Na, das reicht ja, dass Nehammer fährt und es nichts bringt. Das ist mir lieber. Du meinst, unser Kanzler hat das schon gesagt. Ja, wir sind fein raus. Gut. Irgendein Ausblick noch von dir in die nächsten Projekte, Zukunft? Ich mache im Herbst mein allererstes, und ich bin ja schon wirklich alt. Na geh auch. Pass auf, mein erstes Solo-Kabarett. War mein Kollege Grissemann keinen Bock mehr hat, ein neues Programm zu machen. Und ich habe mir dann gedacht, ich bin noch zu jung, um mich zurückzuziehen. Das würde ich auch meinen. Jetzt mache ich zum ersten Mal was echt, das wirklich interessant und spektakulär für mich ist, ein Solo-Kabarett und bin selber sehr gespannt. Darf ich zur Premiere kommen? Ja, im Oktober ist das. Wunderbar. Okay. Bin ich gestellt, ja. Wunderbar. Dirk, vielen, vielen Dank. Gerne. Es hat mir, auf Wienerisch sagt man, es war mir ein Ohrenreibel. Was heißt das? Was war sehr toll. Vielen Dank für ein inspiriertes und inspirierendes Dankeschön. Gespräch. Gerne jederzeit wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, das war's wieder mal mit Ohne Maulkorb mit Dolle Zahl. Es gibt auch die zweite Sendung bei Krone TV, Rudi Backstage, das ist die Musiksendung, die ein bisschen hinter die Kulissen blickt. Ihr könnt mir folgen auf den jetzt eingeblendeten Social Media Kanälen, freue mich drüber. Vor allem Rudi Dolle Zahl als Doro TV, der YouTube-Kanal hat interessante Schmankerl und Archivsachen etc. Und am Schluss, abgesehen davon, dass ich das übernehme vom Dirk, sozusagen bitte kein Arschloch sein. Was ist das Wichtigste im Leben? Love and respect.